Ich habe einige Zeit lang in Hamburg gelebt. Ich habe einen kleinen Abstecher auf die Reeperbahn gemacht und habe dort mich in einem Lokal, was ich dort ausfindig gemacht hatte, hat man mich als Kellner eingestellt, als Oberkellner. Erst als Unterkellner, dann als Oberkellner und so. Und ich habe dort Dinge auf der Bühne gesehen, die man hier auch in Berlin kopierte, worüber ich dann spontan einige Jahre später ein Lied schrieb. Und fang mal an bitte, Matthias. Dieses Lied ist einem Mann gewidmet, der sich um Deutschland verdient gemacht hat. Im Herzen von Hamburg gründete er ein Freizeitheim, wo sich prominente Politiker, Studenten, Hausfrauen und Schüler die Hand und manches andere reichen. Vor kollidierenden Körpern schuf er die Annäherung von Mensch zu Mensch. René Durand ist hiermit gemeint. Diesem Künstler der Liebe ein Chanson-Comique Salam. Ich bin Kellner in diesem tollen Schuppen. Wenn das Licht ausgeht, beginnt eine heiße Show. Aus der ganzen Welt beziehen wir die Nutzen. Bloß die wenigsten davon sind eine Frau. Von der Sitte kommen jeden Abend Herren, falls sich einer von den Gästen mal beschwert. Noch die Prominenz lässt sich davon nicht stören. Auch Minister haben hier schon mal verkehrt. Alle sind bei uns zu jeder Zeit willkommen. Sogar Gruppenreisen werden arrangiert. Fühlt sich einer von den Herren leicht benommen, wird er sanft in einen Nebenraum geführt. Ah, heute Nacht zeigt sich vor all den feinen Leuten die Moral ganz ungeschminkt, doch völlig nackt. Auf den Brettern, die die geile Welt bedeuten, zieht sie Gesichter, die man nur zu Hause macht. Die Bühne frei für Sodom und Gomorra. Graf Porno ist bereit für jeden Ritt. Don Müschen fällt vor Abscheu ins Ekstasia, aber alle klatschen wie die Blöden mit. Und ich kenne, sie kennen mich ja schon. Doch um 12 bin ich die Spitzenattraktion. Dann heiße ich Claudia und tanze die Fandango in Salam. Ich möchte Ihnen noch ganz kurz das Orchester vorstellen. Am Licht Eugen Heinzi, am Ton Harald und Matthias. Lidis Lubjanka, Jörg Suko, Stefan Warmuth, Matthias Raue. Und last not least, hinten am Schlagzeug, haben wir Stefan Heu. Wo die Liebe auffällt, hinterlässt sie Spuren, denn sie musiziert bestimmt keinen Choral. Und all den schönen Strichern und den Huren fühlen Spießer und Studenten sich normal. Hier gibt's Zwerge und dressierte Pekinesen, schlanke Tänzer steigen in das Lotterbett. Ledermänner, Gummidamen, Fabelwesen, doch die schlimmsten davon sind aus dem Parkett. Legionäre kommen von den fernsten Küsten, um dabei zu sein bei unserem tollen Fest. Manche treiben es sogar mit Polizisten und bezahlen noch dafür, dass man sie lässt. Ah, ich stehe meistens hinterm Vorhang an der Rampe und pass auf, dass alle 18 Knoten schreien. Doch benimmt sich einer wie eine echte Schlampe, werd ich auch privat, sonst hau ich meine rein. Die Königin bei uns ist Josephine, sie ist so etwas wie die Heilige Nacht. Und jeder starrt ergriffen auf die Bühne, wenn der Engel seine Kerzennummer macht. Na und ich kenne, sie kennen mich ja schon, doch um 12 bin ich die Spitzenattraktion. Dann heiße ich Claudia und tanze die Fandango im Salambo, im Salambo.